make the ground shake. Willkommen Leute, Engramm Sonntag Folge 13 steht an. Habe wieder ein paar Engramme für euch gesammelt für diese Woche. Leider nicht so viele wie beim letzten Mal, aber ein paar sind es doch geworden. Fangen direkt an mit den blauen Sachen, arbeiten uns wie immer dann durch zu den legendären und dann zu den exotischen. Fangen wir einfach mal an. Die blauen öffne ich natürlich. Ist das eine sehr gute Aktion natürlich für Waffenteile und Rüstungsteile. Da mangelt es mir im Moment persönlich noch extrem dran. Ich hoffe mal, so wie ich gehört habe, nach dem Patch soll es ja Waffenteile zu kaufen geben. Hoffe, dass dann das Problem gelöst ist. Ich habe so viele Waffen auch im Tresor, die ich irgendwo infundieren möchte. Mir fehlen aber die Waffenteile dafür. Also schauen wir mal. Ein Automatikgewehr mit 267. Ein Automatikgewehr mit 278. Ein Impulsgewehr mit 267. 265er Pistole. 274er Scharfschützengewehr. Schwere Waffen sind dazugekommen. Ein 284er Maschinengewehr. Und ein 264er Raketenwerfer. Von den Rüstungsteilen ist ein 273er Helm, ein 283er Helm sogar und ein 297er Helm. Das ist natürlich auch sehr stark. Dann ein 276er Handschuh, ein 292er Handschuh. Der Pepe hat gerade eingeladen. Werde ich später mal zu ihm in die Party gehen. Aber erstmal muss das Video hier fertig werden. Also in diesem Sinne... Grüße an den Pepe. 285er. So, öffnen wir direkt die legendären. Gucken, ob vielleicht was Exotisches dabei ist. Ansonsten vielleicht irgendwelche anderen interessanten Sachen. Ich glaube, Waffen waren keine dabei. Ein Helm, 275er Helm, Intellekt Disziplin, mehr Superenergie durch Nicht-Töter-Kills, Bonus Granatenenergie, wenn Sphären aufgehoben werden. Dann Handschuhe mit 285er, Intellekt Disziplin, erhöhte Granatenwurfweite, erhöhtes Nachladen von Handfeuerwaffen. Dann 273er Panzerhandschuhe, Intellekt Disziplin, erhöhtes Nahkampf-Angriffstempo, schnelleres Nachladen mit Scharfschützengewehren. Hört sich echt gut an. Allein erhöhtes Nahkampf-Angriffstempo und Scharfschützengewehr schneller nachladen. Schon cool. Dann Brust 276. Intellektstärke erhöht die Menge an Automatikgewehrmunition, die du tragen kannst. Erhöhte Erholung für 5 Sekunden nach erlittenen 8 Kuss Explosionsschaden. Dann haben wir noch einen Brust mit 286. Intellektdisziplin. Erhöht die Menge an Scout-Gewehr-Munition, die du tragen kannst. Erhöhte Erholung für 5 Sekunden nach erlittenen leeren Explosionsschaden. Schuhe haben wir auch noch bekommen, 274er. Intellekt-Disziplin. Erhöht die Menge an Pistolenmunition, die du tragen kannst. Erhöhte Agilität für 5 Sekunden nach erlittenen Solar-Doppelkill. Nach einem Solar-Doppelkill. Ein Artefakt war noch dabei. Intellekt-Disziplin, 274. Arkusgranaten haben die Chance, eine Sphäre zu erzeugen, wenn du einen Lakaien der Dunkelheit erledigst. Okay, das war's. Dann schauen wir jetzt mal die exotischen. Gucken wir, was wir dabei rauskommen. Fass mich bloß nicht an. Nochmal fass mich bloß nicht an. Ein Kryptagenpaket. Dein blauen Engramm, das machen wir zwischendurch jetzt noch auch noch auf. So, dann. Ahamkaras Rückgrat. Das sieht sehr solide aus. Die Klauen des Ahamkaras. Als Spezialwaffe das Telesto-Fusionsgewehr. Schauen wir mal. Telesto-Fusionsgewehr auf 310. Multikills mit dieser Waffe erzeugen für deine verbündeten Sphären des Lichts. Fusionsprojektile bleiben haften und detonieren mit einer verzögerten Leere-Explosion.
Dann waren Handschuhe dabei, genau. Fass mich bloß nicht an, auf 310 Disziplinstärke erlittener Schaden von Nahkampfangriffen machte ich kurzzeitig unsichtbar. Erhöhtes Nahkampfangriffstempo, schnelleres Nachladen mit Scoutgewehren. Dann nochmal, fass mich bloß nicht an. Disziplin und Stärke, ja, komplett dieselben wie gerade schon. Dann Ahamkaras Rückgrat, 310 Disziplin, Lichtsensor, Minen, Granate, hält länger an, so, kurz verlesen. Erhalte eine zusätzliche Lichtsensor-Minen-Granatenladung. Schnelleres Nachladen mit Automatikgewehren. Erhöhte Granatenwurfweite. Dann Warlock-Handschuhe auf 310. Intellektstärke. Erhalte eine zusätzliche Nahkampfaufladung. Erhöhtes Nahkampfangriffstempo. Schnelleres Nachladen mit Automatikgewehren. Das war's, Leute. Das war's diese Woche mit dem anderen Sonntag. Ein bisschen kürzer, ein bisschen weniger Exo und legendärer als sonst. Ich hoffe, es war trotzdem noch informativ und ihr habt Spaß an dem Video gehabt. Ich versuche, wie gesagt, immer wieder weiter hier alles zu verbessern. Ich bin auch noch am Vorbereiten für den Livestream, der hoffentlich nächstes Wochenende am Start geht. Es gibt dann noch so Kleinigkeiten, die ich machen muss, um das hinzukriegen. So, Leute, in diesem Sinne, das war's. Euer Fred und wie immer, bleibt